Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf das 21. Türchen der Adventskalender-Serie 2023. Ich hätte fast 24 gesagt. Ey, obwohl heute, wir nehmen gerade am 31.12. auf Kinas. Und es ist auch gar nicht 2024. Ich war trotzdem schon komplett drin. Das ist ja absolut wild. Wir reagieren auf das 21. Türchen. Keiner gewinnt beim Glücksrad. Sehr gespannt, das Video von Wendy Gockel. Auch ein cooler Kanal, wo ich hin und wieder oder wo wir hin und wieder gerne vorbeischauen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe Stefan dabei und wir gehen direkt rein. Let's go. Ja, dieses Intro schon wieder. Junge, warte mal, das Video ist aber auch wirklich, das ist auch wirklich gerade in 360p aufgenommen, oder? Das ist ja mal crazy shit, okay. Was? Was ist das für ein Intro? Wo kommt das her? War das wirklich mal im Fernsehen? Das ist ja kranker Schweinkram. Hab ich noch nie. Das wäre jetzt hier neu für mich tatsächlich. Das ist für mich Neuland. Und hier kommt der Mann mit dem. Digga, es ist. Ich merke schon, in welche Richtung das Ganze geht. Es wird sehr, sehr random anscheinend wieder. Mal gucken, was jetzt beim Glücksrad alles zu sehen sein wird. Heute Abend eine Scheißbescherung gibt. Und hier kommt der Mann, mit dem es heute Abend eine 1:1 Bescherung gibt. Und hier kommt der Frederik Meissner. So, jetzt ist der Sack ein bisschen. Ach so, er kommt. Ja, das war der Witz an der Sache. Ja, jetzt verstehe ich es wieder. Ja gut, da hat es kurz wieder mal eine Sekunde gebuffert bei mir, Alter. Wie heißt der Moderator? Ich habe es gerade nicht. Ich weiß, es ist auf jeden Fall nicht Thomas Gottschalk. Schade. Lehrer. Willkommen. Nacht und Nacht, möchte ich sagen. Ja, Weihnachten, das Fest der Fest und Familie. Ja, viele haben wahrscheinlich schon die Mutter gefickt. Aber es gibt auch Menschen, die sangen unterm Weihnachtsbaum Engel. falsches Engellied. Und jetzt wollen wir doch einen Applaus widmen für mein Schürzchen Sonja Kraus. Bitteschön. Was? Okay, er gibt also seinen wirklich aggressiven Blähungen Namen. Das finde ich sehr, sehr wild. Ja, danke. Ja, danke. Hallo! Das war doch X-Faktor im Hintergrund, das höre ich doch. Erkenne doch mein geschultes Auge. Dein Engelchen, so viel kann ich schon verraten. Wir sind auf keinen Fall allein, denn unser Studio ist voll von Falafel. Die wollen wir jetzt mal begrüßen, oder? Lol, los geht es mit Familie Brahmen aus Kärnten. Mutter Irene, Vater Olaf und Tochter Olaf. Oh mein Gott, Alter. Oh Mann, Alter. Nee, ist das so doch geil, ey. Also diese Referenzen, die hier reingebracht werden, finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Und wir begrüßen Familie, Mutter, Vater, Sohn. Ah ja, okay. Gut, ich glaube, das wird auf Dauer ein bisschen kompliziert. Ich glaube auch. Hallo. Guten Abend, Andreas, Daniela. Daniel und Petra, herzlich willkommen. Okay. Habt ihr eigentlich einen richtigen Weihnachtsbaum zu Hause? Wie sieht's aus bei euch? Ja, ich. Wer schmückt denn dann? Ich. Also, sie ist jetzt der Weihnachtsbaum und sie schmückt sich selber. Na gut. Daniel. Familie Donner aus Donnerburg. Mutter Wut, Vater Scheiße und Tochter Stefan. Was gibt's denn eigentlich bei euch? Tochter Stefan. Okay. Vater Scheiße. Okay. So leckeres zu essen an Heiligabend, wenn ihr zu Hause seid. Bei uns gibt's traditionell Kartoffelsalat mit Scheiße. Ja, und lauter leckere Scheiße. Klassiker. Ey, Kartoffelsalat mit Scheiße ist wirklich ein klassisches Gericht, Alter. Ich tunk am liebsten immer eine Scheiße noch ein paar Wiener Würstchen, Alter, und dann bin ich wirklich, dann brauche ich nichts mehr an Weihnachten. Was mit Erdbeeren? Ja, die gibt's denn zum Nachtisch. Schön Erdbeeren mit Sahne und Scheiße und dazu noch so ein bisschen Pfeffer drüber. Das ist wirklich, wirklich deliziös auf einem anderen Niveau. Alter, wo bin ich denn hier jetzt hingeraten? Oh Mann, ey. Ja, und nicht zu trinken. Ja. Liebe Zuschauer, bevor wir unser Spiel beginnen, haben wir noch eine Überraschungszeit für unsere drei Kandidaten. Die Väter dürfen in der ersten Runde Kinder machen. Und wer bringt sie uns? Der Weihermann. Wow. Oh. Ach so. Habe ich da irgendwas verpasst? Okay, die Väter dürfen in der ersten Runde Kinder machen. Ich dachte, die werden vom Storch gebracht. Und zweitens, ich glaube, jetzt geht es aber richtig ab. Und ich glaube, ich weiß jetzt, warum hier keiner gewinnt. Der Weihnachtsmann. Wow. Oh, oh, oh. Und weiter. Draußen komme ich her. Ich muss dir sagen. Schön, ist das nicht toll, Frederik? Du bist Weihnachtsmann.
Ja, jetzt wollte ich eine Frage stellen. Was wollte ich denn fragen? Ja. Übliche Frage. Wart ihr auch alle brav das ganze Jahr? Ich war nicht. Ja, das weiß ich von dir, Frederik. Aber wie ist das? Ich habe hier und da leider ein, zwei Videos vergessen abzuloaden tatsächlich. Dementsprechend war ich nicht brav komplett dieses Jahr über. Ich hoffe dennoch, dass ich jetzt hier nicht bestraft werde. Ich finde es auch wild, ich wusste gar nicht, dass der Weihnachtsmann tatsächlich so eine große Brille trägt. Also ich finde, das Cosplay ist nicht ganz akkurat geworden an der Stelle. Nee. Hätte ich mir ein bisschen mehr Effort gewünscht. Mit diesen Juden. Kommt doch mal her, Carina, Daniela und Stefanie, der Weihnachtsmann. Daniel, Carina, kommt mal her. Stefanie, warst du brav? Natürlich. Ich war dick. Ah, verstehe. Und Daniel? Nö. Ah, dann warst du brav. Solide. Digga, er ist halt auch ehrlich. Er macht das einfach straight up. Es ist halt einfach geil. Und Carina? Nein. Warst brav, ja? Nein. Hast nicht wieder so viel Geld für Kelly Boys oder die Backstreet Family ausgegeben? Kelly Boys und die Backstreet Family. Junge, das ist ja geil, Alter. Das sind zwei richtig geile Namen, ehrlich gesagt. Holy shit. Nein. Ehrlich? Nein. Okay. Schalft in den Sack. Guck doch mal rein, Stefanie, was da alles da drin ist. Was ist das? Sag mal, irgendwie kam mir die Hand bekannt vor. Also, Frederik, ich weiß auch nicht so ganz. Mir kam es auch bekannt vor. Komisch, wir wollen uns mal jetzt konzentrieren. Heiligabend, hier geht es weiter mit der 200. Runde. Ich bin 1-1 Kunde der ersten Stunde. Oh mein Gott. Ja, also wirklich, da wurde der Hashtag Ad sehr, sehr gut eingebaut von ihm, muss ich sagen. Nicht schlecht, in einem reimen kleinen Ad zu verpacken, ist smart. Ich glaube, das sollte ich mir auch angewöhnen für zukünftige Kooperationen. Hallo? Daniel, hey. Bitteschön. Kleine Prediction, das Rad dreht sich jetzt einfach Ewigkeiten. Das wäre funny, ja. Würde ich witzig finden. Ja, es ist, ohne Witz, es war zwar so klar, aber ich find's so gut, wie sich das einfach so lange dreht. Das Ding ist, wenn du Sachen vorhersiehst, aber es trotzdem noch witzig ist, wenn sie eintreffen, dann ist es halt einfach actually witzig, ne? Ja, ist so. Greif nochmal zum Rad. Das war jetzt nämlich nicht genug geschwungen. Du sparst dir. Bitteschön. Och Mann. 305 sind die, Mark. Das Theowied Lebkuchen. Ja. Das hat er nicht so gesagt. Das Tee wie Lebkuchen, Alter. Weißt du, wenn ich das Ding sehe, weißt du, woran ich denken muss? An das Batman-Symbol? Ja, an die Filme, die geil folgen. Ein Batman-Symbol, natürlich. Noch ein Batman-Symbol. Oh Mann, das ist so geil. Es waren drei Qs, ein Z, glaube ich, und ein Batman-Symbol. Und dann war es einfach Alex Karras in Webster oder so. Ja. Oder keine Ahnung. Digga, Family Guy ist auch wirklich, das ist wirklich so ein geil, dummer Humor. Ich liebe den Scheiß. Ja. Läuft doch gut, Andreas. Und nach diesem Schwung geht's an Heiligabend um 300. Ich hätte gern das Tee wie Theodor. Daniel, du bist wohl nicht gewählt. Das ist die Kerze hier. Carina. Jedes Familienmitglied darf mal an mir eine Runde spielen, die Väter ficken. Nein, ich will niemals in diese Serie Glücksrad rein. Ich will da niemals reinkommen. Ich möchte nicht an Fredde Fick oder wie der heißt, ich habe seinen dummen Namen vergessen, leider, rumspielen. An Kinder raus, Deutschland. Und anschließend gibt's mit mir Kabel 1, Port 6 für unsere drei Mütter. Und jetzt geht's hier um 200. Ich nehme das RW Backstreet Boys. Nein, da ist Stefanie. Kauf ein Theo wie Theodor. Daniel, sei bitte still oder du kommst Ida. Digga, Daniel kannst du einfach gar nicht abwarten. Da muss ich doch an in Nürnberg denken, ey. Ohne Witz, Alter. Ruf da immer dazwischen. Ja. Zurück ins Heim. Stefanie, ich möchte dir den nackten Hintern verholen. Ich bin 14. Okay, ja, gut. Also ich glaube, Frederik darf sich auf gar keinen Fall Kindergärten näher als 100 Meter nähern, glaube ich. Ich glaube, nach dieser Ausstrahlung hat er ein Verbot, sich Kindergärten näher als 100 Meter zu nähern. Schade, Stefanie. Dann lassen wir das heute mal. Lieber geht's erstmal um 400. Ein D wie Ulrich. Wie Ulrich? Nein, Stefanie. Ey, Mann, Junge, das ist wirklich, das kann sich wirklich keiner ausdenken, dass er das, also wirklich. Stefanie, da muss ich mit dem Daniel leider weitermachen. Wie Theodor. Das Theo wie Theodor? Ja, ey, ohne Witz. Das ist das Neue in Nürnberg, sage ich.
Der Daniel ist heute mal echt schlecht. Jawohl. Ein P wie Bertha. Nein, scheiß Kinder. Stefanie. Spannend wird's. Stefanie hat jetzt einen gedreht und ihr kommt auf die 400. Okay. Also ich weiß nicht, darf er das im Fernsehen, so vom Ding her? Aber ne? Okay, damals waren die Zeiten noch anders. Wir sehen hier 4 damals, zu 3. Das ich glaube damals, ja. 20. Stefanie. Ich kaufe ein E wie Erich. Ein E wie Erich. Von Edgar. Das E wie Emil ist hier mehrmals im Rätsel. Okay, sorry, Alter, sie hat mit E einfach komplett was ausgelöst. Möchtest du noch einen Vokal nehmen? Ein U wie ein Uran. Musst du noch was passieren, um da drauf zu kommen? Noch ein Vokal vielleicht? Ein A wie Atem. Oh Mann. Klassiker. Oioioi. Charge, Stefanie. Möchtest du lösen? Ja. Dominos? Ja. Scheiße, das hab ich gerade überrascht. Hat er gerade Dominos gesagt? Und Libra. Ja. Sehr gut. Okay. Das ist ja unglaublich. Zweite Runde. Freut ihr euch, ja? Ein S wie Siegfried. Ja. Siegfried war schon aus, oder? Ich glaube tatsächlich, dass Siegfried schon aus war, Alter. Aber jetzt hat doch eine Familie gewonnen. Achso, SOS Kinderdörfer. Also sind die da nur? Warte mal. Die sind jetzt nur in der Sendung, um am Glücksrad zu drehen. Und am Ende des Tages gewinnt SOS Kinderdörfer und die bekommen nichts. Außer, dass sie im Fernsehen waren und am Glücksrad gedreht haben. Hey, Win-Win, oder? Ja gut, aber wenigstens irgend so ein kleines Mitbringsel. Dürfen die den Weihnachtsmann irgendwie mit nach Hause nehmen oder so? Ist schon ein bisschen viel verlangt, oder? Ja, hast recht. Der kommt mir irgendwie doch. Ja, irgendwie. Lieber Weihnachtsmann, kann es sein, dass du öfter als einmal im Jahr kommst, oder vielleicht sogar täglich? Hm? Oh Mann, ey, das ist doch schon wieder hier Sexual Humor, Alter. Nein, Weihnachtsmänner kommen immer nur einmal im Jahr. Tschüss! Oh Mann. Ich will mit dir scheißen in dem weißen Winterwald. Also das Outro-Lied, das kommt mir aber gar nicht bekannt vor. Das ist einfach was ganz Neues hier. Nee, das ist jetzt auch nichts. Also das ist wirklich... In meinem Arsch. Ich habe ganz kurz gedacht, ob mir das vielleicht aus der Hitparade bekannt vorkommt, aber ich glaube, das war es tatsächlich nicht. Naja. Wer wird bestimmt nicht kalt? Oh, kein Endclip. Schade. Schokolade. Dennoch sehr, sehr geiles Video von Wendy Goggel. Ey, lasst da Liebe da. Lasst da sehr, sehr viel Liebe da. War wirklich ein geniales Video. Schaut auf den Kanal vorbei. Ich habe euch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr wisst, wie es läuft. Und wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abonnement, einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.